Machen wir aber noch eins, würde ich sagen. Ja, oder? Kann man machen. Das kann man doch machen, Leute. Hat zwar jetzt eine halbe Stunde gefühlt gedauert, aber... Oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, aber... Ja, warum nicht? Standen Sie sich nah, Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, Sie haben sich immer wieder das haben wir schon gehört, und Flucht nach New York. Sie mochte ihn, Bill. Vielleicht machen wir auch das beide Sequenzen noch. Mal gucken. Interessant. Kriegen wir ein Kostüm. Mehr für. Nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war ein... Teil 4, Metropole. Eine bemerkenswerte Frau. Genau das möchte ich jetzt spielen. Dankeschön. Das geht sogar, das finde ich interessant. Eigentlich sollte das noch nicht gehen, aber... Vielleicht haben sie das geändert. Oder es war noch nie so, und die Sachen im Internet lügen einfach. Die Leute. Oder weil wir halt die anderen Teile gespielt haben. Erinnerungssequenz archiviert. Warnung, Animus-Leck entdeckt. Rekalibrierung der Animus-Leerlaufparameter. Alles klar, was auch immer das heißen mag. Ich wette, bei die Laser sind tödlich. Wieder an die Arbeit. Brooklyn JMC in die Stadt. Umsteigen am Washington Square runter zum Dreieck. Ich glaube schon, dass sie tödlich sein werden. Oder lösen sie einfach nur die Teile auf? Gucken wir mal. Anscheinend lösen sie einfach nur die Teile auf. Weil es wahrscheinlich egal ist. Da können wir nicht durch. Können aber hier hoch. Ja, was hast du denn hier in der Großstadt erlebt? Erzähl mal, Desmond. Der Aufstieg von unten, wie lebende Tote in die Sonne. Das Licht blendet mich. Der 10-minütige Spaziergang von der U-Bahn zur Bar war immer sehr schön. Aber das Gefühl hielt nie lang an. Die Stadt kann wie ein Vampir sein. Sie stiehlt deine besten Momente. Sie kommen und gehen blitzschnell und verblassen. Du erinnerst dich nur an die Schlimmsten. Okay. Ich glaube, hier lang gehen wir. Ich glaube, das klingt ganz sicher. Soweit reichen die nicht. Das heißt, wir können schon mal hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob die Laser tödlich sind. Das kann ich nicht sagen. Die Laser sind tödlich. Alles klar. Wissen wir das jetzt? Ist halt die Frage, ob die Mitte wieder am sichersten sein wird. Ha, mal gucken. Da muss man halt auch sehr schnell sein, ne? Vielleicht... ich muss wahrscheinlich in die Lücke. Ich weiß halt nicht, wo die Lücke ist. Hier ist die Lücke. Nein. Da wurden wir von dem Laser aus Resident Evil, dem Film, in Stücke geschnitten. Oder anderen Filmen. Gibt da einige Filme, die diese Laser haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es unten sicherer. Zumindest was das angeht. Vielleicht ist es das, vielleicht aber auch nicht. Okay. Das ist nun designtechnisch, dass sie da verschwinden dran. Oder... Hat das auch eine andere Bedeutung? Mann,
Wo kann man sich denn da verstecken? Gar nicht. Da hätte ich einfach durchrennen müssen. Okay. Durchrennen müssen. Springt er erstmal runter. Ja, das ist nicht sehr gut. Nicht sehr gut, was ich hier mache. Hä, was war das denn? Eigentlich sollte der das aktivieren, habe ich gerade gesagt. Aktivieren? Warum macht er das denn nicht mehr? So. Hä? So. Okay. Das heißt, wir gehen hier entlang. Das müsste die längste Zeit sein, die wir da haben, um rüberzukommen. Oder auch nicht. Hä, wo sollen wir denn dann da lang? Hier durch oder was? Ich hasse das Level jetzt schon. Warum habe ich gesagt, es wird auch noch eins machen? Das hätte ich nicht tun dürfen. Das ist ja schrecklich, ist das. Das Spiel ist grausam. Viel Zeit haben wir, um da durchzukommen, ne? Ein paar Sekunden nur. Aber wir haben es geschafft. Man muss sich nur durchsetzen, dann klappt das schon. Wie Zombies, die durch eine... die zur Sonne laufen. Genau. Warum muss auch alles passieren, was du irgendwie beschreibst? Auch wenn es nur grob ist, mein Freund. Oder mein Feind, oder wie auch immer. Einfach nur schnell sein, alles klar. Das passt dann. Aber anscheinend geht das sehr gut, wenn man schnell ist. Ich mochte die Bar im Bad Weather. Ich ging einfach rein und die drückten mir den Mixer in die Hand. Muss an meinem Aussehen gelegen haben. Schätze, die Besitzerin hatte sich verknallt. Mein gewinnendes Lächeln. Hey, dieser Drink, den du erfunden hast! Ich lachte über meine Vergangenheit und meine Familie. Machte Witze über alles. Sogar über das Ende der Welt. Der vom letzten Mal. Den Shirley Templar? Shirley Templar, was ist da drin? Das Übliche und etwas Gin. Alles klar, gib mir 4. Okay. Wahrscheinlich haben wir die anderen zwei Teile in den anderen Leveln übersehen, weil da hatte ich keine gesehen auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was sie sind oder bringen. Das, was wir gerade eingesammelt haben, war nicht gerade hatten wir auch im ersten Level, soweit ich mich richtig erinnere. Das ist ja noch machbar hier, aber diese bewegenden Teile sind scheiße. Okay. Wir müssen nach unten. Arbeiten wir uns mal ganz langsam nach unten. So lange, bis ich mir straue, darunter zu springen. Hui, das war knapp. Das war knapp. Ist das jetzt? Nein, das ist nicht. Das war natürlich nicht hoch genug. Aber okay, wir starten hier wieder diese Sphäre. Und ich fliege! Und ich fliege! Ich sehe schon. Hier sieht man ja die Laserteile natürlich.
bisschen näher dran möchte ich schon sein. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ich denke noch ein bisschen runter können wir. Okay. Das ging dann auch nochmal ganz okay. Also sind jetzt wahrscheinlich am Anfang des Levels. Über allem schwebte dieser große Traum. Jede Nacht kamen Menschen, die ihn träumten. Ich weiß nicht wie und wieso. Hier kostet ein Lächeln genauso viel wie die Miete. Okay. Was auch immer du mir damit sagen willst. Hier sind wieder Laser, ich mag keine Laser. Oh, was ist das? Wollen die mich verarschen? Ich komme ja nicht durch. Ach, jetzt kann ich hier bauen. Sehr, sehr unschön, Leute. Ich traue mich da nicht zu bauen, weil da wieder diese Deaktivierungsteile sind. Das ist das schon. Je mehr ich meine Familie vermisste, desto mehr hasste ich mich. Redete mir ein, ich würde eine neue Familie wollen. Von ganz vorne anfangen. Okay. Das geht dann doch nochmal gut. Und ja, ich kann ihn verstehen, irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Er kann das nicht. Sowas erlebt, dann weiß man halt nicht, dass Verrückte sind oder normale, aber trotzdem ist es die eigene Familie. Und Familie bleibt Familie. Yes, kommst du nachher noch zur Party? Nee, ich bin nicht gut drauf. Lichter, Action, Basstrommeln, Hirnlähmung. 124 Beats per Minute. Doppelt so schnell wie der Herzschlag. Okay, warum per Minute und nicht pro Minute? Ich meine, du redest doch Deutsch. Kannst doch komplett Deutsch reden. Nicht wahr, Herr Desmond? Nun gut, mir soll es egal sein. Hui. Geschafft. Hätte schlimmer sein können. Oh. Ja. Ich denke immer, da muss man hochbauen oder so. Aber anscheinend nicht. Hier anscheinend schon. Sind wir wieder im Tunnel und ich bin zurückgegangen. Sag mir bloß nicht, dass ich... Dahin muss ich, okay. Glaube ich zumindest. Ja, ich denke, dahin muss ich. Ist halt die Frage, wie ich dahin komme. Wahrscheinlich hier rüber. Ja, anscheinend schon. Hier ist das heilige Licht. Für das heilige Licht. Wenn ich meinen Paladin zitieren darf. Aus, wo war das nochmal? Wahrscheinlich aus Alemania oder so. Oder der Kakbo. Oder der Joch. Wo kommst du her? Wuchs bei der Sekte auf oder so. Irgendwo da im Westen. Meine Eltern sind Verschwörungsfreaks. Sie leben irgendwo im Wald versteckt. Ganz im Ernst? Junge, die sahen alle so gut aus. Die Mädchen mit ihren Röckchen, den Augenaufschlägen, den Schweißperlen. Im flackernden Licht sah einfach alles so schön aus.